Hallo Leute, hier ist der David und heute mit einem neuen Trickshot-Tutorial und zwar heute mal der Liar-Shot. Viele haben mich gefragt, wie der Liar-Shot überhaupt geht und ob ich den auch wirklich selber erfunden habe. Und ja, ich habe den Psycho-Clan gefragt, denn Trickshot gab es noch nicht, nur als Combo. Und ich zeige euch jetzt einfach mal. Er ist sehr, sehr simpel und ihr könnt ihn aufeinander aufbauen. Der normale Liar-Shot geht einfach so. Ihr drückt auf der PS3 R1 und Viereck, da macht ihr nämlich so. Da macht ihr quasi dieses Schießen direkte Nachladen. Und das sieht schon ganz schön geil aus. Und wenn ihr dann so macht und der gerade dahin geht und also gerade zum Magazin geht und dann double tappt, dann hat der quasi nicht an diesem Gradzugverschluss gezogen oder Kammerverschluss. Ihr stellt euch einfach an eine erhöhte Plattform, wie zum Beispiel jetzt hier dieses Jet-Dings hier, und führt dann folgendes aus. Diesen R1, Viereck und dann double tappen, bam. Natürlich solltet ihr auch treffen. Aber ich würde euch da empfehlen, eine Pistole als Sekundärwaffe mitzunehmen, aus dem einfachen Grund, weil der dann dieses seitliche Double Tap macht und nicht dieses hier, weil wenn ihr das hier macht, dann seid ihr allgemein ein bisschen langsamer. Und ich versuche es einfach nochmal, zack. Na, schade, war aber knapp daneben. Der Liar Shot ist verschieden aufbaubar, also ihr könnt den verschieden kombinieren, indem ihr dann unter anderem, das ist jetzt ein bisschen billig, aber ihr könnt dann so zack, 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 bam, was weiß ich, machen. Oder ihr könnt den vielleicht noch mit so einem Ladder Stall hier noch ein bisschen kombinieren, aber ihr könnt euch da frei ausleben. Deswegen, der Liar Shot ist wirklich ein sehr aufbauender Schuss, mit dem ihr eine Menge anfangen könnt. Probiert ihn einfach mal aus, übt ihn mit ein paar Freunden und wenn ihr ihn wirklich drauf habt, ich hab ihn jetzt auch noch ganz ehrlich gesagt noch nicht so gut drauf, aber wenn ihr ihn raus habt, dann kann der online auch bei jedem Schuss zum Treffer führen und das ist dann wirklich schon ansehbar. Alles klar, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Der nächste Trickshot kommt dann irgendwann in ein, zwei Wochen. Ich muss mal gucken, was ich noch so alles finde auf YouTube oder allgemein in so Foren. Alles klar, wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir noch bitte einen Daumen hoch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Schade. Ciao.